Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario 64. Unsere Aufgabe ist es heute als erstes, die 8 roten Münzen in Welt 4 zu finden. Wir haben ja komplette Welt 3 ausgelassen. Die wird natürlich danach folgen. Yeah. Aber ja, da hatte ich einfach jetzt keinen Bock drauf und ja, die mache ich wie gesagt danach. Ich glaube, es ist auch ja nicht so wichtig, dass die Reihenfolge stimmt. Ich sehe nichts hier. Ja, das mit den 8 roten Münzen ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Komm her, du ab. Ich brauche dich. Ja, wir haben es ja jetzt schon einmal geschafft, Game Over zu gehen. Das sollte sich jetzt natürlich nicht wiederholen. Im besten Falle. Ja, gib Gas, Mario. So, da unten ist, glaub ich, gleich nochmal ein Up. Die werde ich jetzt natürlich schon mitnehmen. Denn ich habe es ja tatsächlich nötig. Leider, leider. So, ich finde die 8 runden Münzen dieser Welt eigentlich auch nicht so ganz einfach, muss ich sagen. Und diese Schneemänner, die sind sowieso das Abgefuckteste an dieser dummen Welt. Also nichts, dass ich was gegen die Welt hätte. Ich finde die Welt an sich schön, aber die Schneemänner... Und ich glaube, diese das mit den 100 roten Münzen, nicht 100 roten, 100 gelben Münzen, das gibt es doch. Das ist dann praktisch der 7. Stern jeder Welt. Aber das, ja, ich glaube, das kann noch warten. Außer ihr sagt, das ist euch extrem wichtig, dass ich das gleich mache. Nee, das mache ich nicht gleich. Das mache ich später. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich euch da zugucken lasse. Weil, wer will das schon sehen? Ja. Wie man diesen weiten Sprung macht, habe ich jetzt übrigens auch herausgefunden. Ich weiß doch gar nicht, welche Taste das ist. Aber auf jeden Fall geht der, weil den werden wir jetzt, glaube ich, brauchen. Für die roten Münzen. Wir nehmen hier gleich mal dieses Aufzügchen, Gondel, was auch immer das ist. Ja, fahr hoch, los. Ich hoffe, wir vergessen keine rote Münze. 7, gut, und dann ist ja da bei den Schneemännern noch 8. So. Wechsle ich mal die Perspektive mit den C-Tasten. Wow. Okay. So, jetzt holen wir erstmal die Münze. Dann erscheint der Stern und dann werde ich hier safe staten, weil hier werde ich wieder ein paar Mal runterfallen. Ich könnte jetzt da auch irgendwie ja nach oben. Ich weiß aber gerade nicht wie, ehrlich gesagt. So. Perspektive ändern. Die wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich hab das nicht so ganz drauf. Hä? Aber das ist doch schaffbar. Dachte ich immer. Ja. So, da ist wieder die Aufnahme abgekackt, aber ist, glaube ich, gar nicht schlimm, da... ich sowieso gerade versagt habe, wir bauen einen Schneemann. Naja, das mit dem Emulator und Aufnehmen, das läuft ja nicht ganz so glatt. Vor allem, weil ich immer dann bei Safe State laden und so das Fenster sich kleiner oder größer wird. Das habe ich jetzt natürlich schon mal gelesen, jetzt habe ich natürlich vergessen, euch vorzulesen. Toll. Ich bin einfach klasse. So, wir rutschen hier voraus. Und hoffen, dass die Kugel dann hier nicht an dem Kopf vorbeirutscht. Ich sehe sie nicht.
Naja, hätten wir da überhaupt jetzt cool mitrutschen müssen? Hallo. Boah! Welch komfortables Unterteil! Ich bin so glücklich! Hier, nimm den Stern. Ich hoffe, er bringt dir Glück. Here we go! Yeah, Mario. So, ich glaube, ein Sternchen haben wir hier noch. Denke an den Wandsprung. Also einen Stern vor den Münzen. Auf die ich ja echt keinen Bock habe. So, hier. Gleich mal abkürzen. Ich glaube, live-mäßig sind wir nicht ganz voll. Drum hole ich mir hier noch ein paar Münzen. Und dann springen wir da runter. Ist ja toll. Im Schnee verliert man dann nicht immer Leben. Dann muss sich Mario nur mühselig wieder rausziehen. So. Dann können wir hier wieder komfortabel ein Up mitnehmen. Nein, können wir nicht. So, und ich glaube, beim nächsten, da müsste man sich eigentlich mit den Kanonen hier durch die Gegend schießen. Ich probiere es mal anders. Das ging, glaube ich, irgendwie hier mit dem Typi. Ich glaube, da kann man hier jetzt nach unten abkürzen. Ich hoffe, ich gehe hier in die richtige Richtung. Yeah. Exakt so wollte ich das. So, hier sollte jetzt natürlich der... Genau. So, und hier bin ich mal gespannt. Hier geht's ja noch relativ einfach. Aber hier muss ich mit Wandsprung. Das kann ich nicht. Aber immerhin haben sie daran gedacht, dass hier ein Herz ist. Dass sich so Noobs wie ich aufheilen können. Weil ich glaube, nur so... geht sowieso gar nicht. Yeah. Ich komme nicht mal an die Wand. Yeah. Das ist genau so. Sollte man es machen wahrscheinlich. Ich finde hier den Wandsprung extrem schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber jetzt stelle ich mich auch extrem doof an. So. Cool. Wie mache ich das? Ich bin zu dumm für den Wandsprung. Oder muss ich einfach geradeaus springen? Nein, das definitiv nicht. Oh, auch wenn ich jetzt hier einen Wandsprung gemacht habe. Aber hier bringt er mir gerade etwas wenig. Tja, da kann man sich... da unten habe ich mich gerade so irgendwie durch die Wand durchgeglitscht. Das kann ich hier leider, leider nicht. Ich krieg keinen Wandsprung hin. Krieg's nicht hin. Nein, Mario. Ich muss doch da einfach nur gegen die Wand springen, oder? Etwa nicht. Ich muss diese Wand benutzen, weil bei der anderen kann's gar nicht gehen. Die ist zu... zu weit oben. Verdammt.
Wieso bekomme ich das nicht hin? Ich habe ja nicht mal einmal einen gemacht. Warte, wenn ich hier mal erstmal probiere. Oh. Da geht's. Ja, ja, ja. Okay. Jetzt weiß jemand, wie man einen Wandsprung macht. Okay. Aber das ist wieder mies. Da safe-state ich wieder, auch wenn das Fenster vielleicht wieder kleiner wird. Ach nee, beim Safe-Staten an sich nicht. Na toll. Nur beim Laden, wie ich es jetzt getan habe. Ja, jetzt wird alles noch kleiner. Toll. Mario-Perspektive, los. Yeah. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass nach jedem Level die Aufnahme abstürzt. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwelche Level nicht reingeschnitten jetzt. Das wäre fatal. Dann durfte ich alles nochmal machen, beziehungsweise das komplette Let's Play löschen. Ja, aber dann würde ich es ja sowieso nicht sehen. So, jetzt könnten wir ja eigentlich mal probieren. Wir sind hier... Nein, wir sind ja nicht fertig, verdammt. Hehehe. Wir haben ja noch die geile Wasserwelt. Wow. Also rein mit dir, Mario. So, ich habe ja hier letztes Mal den Eingang nicht gefunden. Ich glaube, das muss... Ich muss irgendwie den Aal rauslocken. Weil ansonsten ist da kein Eingang. Also ich wüsste nicht. Hier unten ist doch... Habe ich das letztes Mal schon gesehen. Jetzt nimm ihn doch. Okay, wir tauchen erstmal wieder auf. Und ja, scheiß auf den Panzer. Das Schwimmen geht hier so langsam. Ich mag diese Welt einfach nicht. Aber die Musik ist schön entspannend. So, ich glaube, ich muss jetzt hier hin. Dann muss ich hoch. Irgendwie so. Ja, ich gehe jetzt gerade sowieso mal noch Luft holen. Weil ich nicht weiß, wie weit ich hoch muss. Werden ja gleich... Ja, doch, dreh dich einfach mal um, Mario. Das ist immer gut. Wir werden ja gleich sehen. Ich glaube, es hat funktioniert. Dieser Schatten da unten. Der fällt hier irgendwie ein bisschen rum, finde ich. Ach, komm. Komm schon, Mario. Komm schon. Da ist der. Hallo? Alter, war das jetzt so schwierig, da reinzuschwimmen. Ach Gott, und hier ist nochmal so ein Kissenspiel. Das haben wir ja schon mal gesehen. Ah gut, da kommt Luftblasen raus. Ich wollte gerade sagen, ich ersticke jetzt hier noch. Keine Ahnung. Ich glaube, wir machen es automatisch richtig. Das gefällt mir.
Sind es 5? Ja, perfekt. Ach, jetzt wird hier das Wasser abgesogen. Oder wie muss ich das verstehen? Ach, Mario. Ich muss das alles nochmal hoch. Ach, du Dummer. Ich bin noch nicht gut in so... Ja, genau, präzisen Hüpfen eben. Ich bin auf der Plattform gestanden, verdammte Scheiße. Halt dich doch fest. Der baut nur Scheiße. Ich ersetze dich gleich durch deinen Bruder. Wobei, der kann wahrscheinlich auch nicht mehr. Haben die gleichen Gene. Yeah. Ein Stern. Here we go. Ich hab keinen Wecker gestellt. Yeah. Nee, also hier kackt jetzt die Aufgabe nicht ab. Schönerweise. Ja, wie gesagt, ich hab keinen Wecker gestellt. Ich hab null Ahnung, wie viel Partzeit. Was wäre denn das nächste? Wir gehen mal rein. Ich zeige beim nächsten, den kenne ich schon, der ist relativ kurz. Locke den Aal Kanu heraus. Ja, das haben wir doch gerade schon gemacht. Oder was war das Ihrer Meinung nach? Naja, wie gesagt, ich habe zurzeit mein Handy, mein altes Handy nicht. Dem habe ich immer die Zeit gestoppt. Ach, nee, habe ich noch nicht gesagt, aber jetzt wisst ihr es. Da unten ist ein Stern. Ach so, an den kommen wir nicht ran. Okay. Okay, jetzt tauche ich. Nee, ich tauche nicht auf. Ich hole mir Münzen. So, wo ist denn jetzt der Aal? So. Und jetzt muss ich da... Ach, scheiße. Okay. Ich habe mir den Stern, glaube ich, tatsächlich leichter vorgestellt. Hey, das war doch knapp. Ah, verdammt, jetzt bin ich tot. Okay, ich glaube, das probieren wir im nächsten Part nochmal. Das ist nämlich echt nicht so einfach, wie ich eigentlich dachte. Wir sehen uns, bis dann.